Zum Abendessen habe ich mir heute einen Maultaschensalat gemacht. Und dem aufmerksamen Zuschauer wird auffallen, irgendwie sehen meine Fingernägel anders aus. Das liegt daran, dass das ein altes Video ist, was ich schon mal hochgeladen habe, wo ich jetzt einfach ein neues Voice-Over drüber spreche. Denn leider ist mir heute bei der Aufnahme ein kleiner Fail passiert und ich habe nicht aufgenommen. Weil ich aber trotzdem gerne ein Video hochladen wollte, kriegt ihr jetzt quasi ein altes Video mit einem neuen Voice-Over und ich denke, das könnt ihr verkraften, oder? Und dann fangen wir doch auch direkt mal an. Für meinen Maultaschensalat mache ich mir einen kleinen bunten gemischten Salat aus Blattsalat, Gurke, Tomate und dann kommt da ein Dressing aus Olivenöl, Balsamico-Dressig, ein bisschen Honig, ein bisschen Salz, Pfeffer drüber. Als Maultaschen nehme ich ganz gerne die Gemüsemaultaschen. Die schneide ich dann immer so schräg an, damit ich einfach für meinen Kopf ein bisschen mehr in der Pfanne liegen habe. Die werden dann einmal von beiden Seiten ordentlich angebraten, dass sie einfach so ein bisschen Farbe bekommen. Und wenn das passiert ist, kommen sie mit in die Schüssel und so sieht das Ganze dann aus. Und so kann man sich das dann auch schon schmecken lassen.